Hallo, ich bin jetzt wieder da und es geht weiter mit dem Kundenreading. Und den ersten Teil, den habe ich ja schon hochgeladen und jetzt kommt der zweite Teil. Genau, da hat eine Kundin eine Komplettanalyse bestellt auf Basis ihrer Daten, die ich hier niemals nenne im Video. Man kann so ein Reading haben für sich selber. Ne? Also wenn ihr zuschaut und findet, ach, das ist aber spannend, dann kann man das via WhatsApp haben, also als Telefonat oder Bilder und Voicemails, ne? Sprachnachricht. Dann kann man sich das auch immer wieder abhören. Das ist natürlich dann für euch nur, also keiner hört oder sieht was davon. Oder man kann es auch bestellen als Video. Meine Kundin hat es jetzt als Video bestellt und in dem Video nenne ich selbstverständlich weder Namen noch Daten meiner Kundinnen, ne? Oder meiner Kunden. Ich habe jetzt hier ein DIN A4-Blatt, wo ich alle Berechnungen draufgeschrieben habe, also numerologisch den Namen. Über den Namen habe ich im ersten Film noch nichts gesagt, aber der Name, der ist auch nicht ganz so relevant für die Legung. Manchmal ist der Name von hoher Relevanz für die Komplettanalyse. Hier in dem Fall muss ich sagen, ist der Name relativ neutral. Also, ne, meine Liebe, hallo nochmal. Also, ich bin wieder da. Genau, es ist so, ich rede jetzt halt zu meiner Kundin nun. Wenn ihr hier das Video anschaut und es halt spannend findet, ihr könnt sowas halt auch bestellen. Unten steht meine E-Mail-Adresse. Da kann man sich jederzeit erkundigen. Und eine Erkundigung, die kostet selbstverständlich nichts. Ne, Fragen kosten nichts. Und wenn ihr danach nichts bestellt, ist es genauso in Ordnung. Und wenn ihr Lust habt, dann habt ihr die Informationen. Und jetzt konzentriere ich mich auf meine liebe Kundin. Der erste Teil wurde ja schon sehr viel benannt. Hier im zweiten Teil werde ich nun noch mehr auf den Rest eingehen. Und vor allen Dingen auch auf deine Fragen. Ne? So. Und das ist so geil. Also, genau, der Name. Schau mal, der Name. Ne? Dein Name. Da habe ich ja die Langform jetzt. Ich habe jetzt einfach, ich weiß nicht, ob man den Spitznamen nutzt, so wie ich ihn da hingeschrieben habe. Meistens machen die Leute ja eine Kurzform aus so einem Namen, ne? Aber das muss jetzt auch nicht relevant sein. Ich wollte einfach nur mal prüfen, ob das numerologisch vielleicht ein bisschen besser wäre. Ansonsten kann man da immer noch den Namen ein bisschen modifizieren, damit er ein bisschen besser zur Lebensaufgabe passt. Aber ich muss auch sagen, es ist besser, eigentlich mit dem Namen auch zu arbeiten, den man hat. Und es gibt aber noch die Möglichkeit, einen Seelennamen herauszufinden für sich, der einen noch mehr auf den Weg bringt. Aber es ist auch genauso wichtig, den Geburtsnamen anzunehmen und ihn auch zu akzeptieren. Das sind so zwei Seiten der Medaille. Wenn du Lust hast, auf eine Namensanalyse, kannst du dich auch gerne nochmal melden. Und wenn nicht, ist das aber auch völlig in Ordnung. Genau, wir hatten ja die Lebensaufgabenzahl 8. Ne? Da bekommst du auch noch einen Text von mir. Und den Text, meine Liebe, da, ich arbeite mit diesem Text, ich habe ja dieselbe Lebensaufgabenzahl, das ist ja das Abgefahrene. Und zwar, den Text soll man, der ist recht allgemein verfasst, der Text. Man soll den aber wie, als wäre das so ein Ratschlag. Also wäre der so formuliert wie ein Ratschlag, wenn da jetzt steht. Zum Beispiel, ich mache Sachen nur so als Beispiel. Wenn da jetzt steht, die Wiese ist grün, ja, ist halt einfach ein dämliches Beispiel. So, da steht, die Wiese ist grün. Und du sollst es aber so umlesen wie eine Lebensaufgabe. Du sollst dann daraus schließen, dass die Wiese grün sein soll. Es ist eine Lebensaufgabe, ja. Also wir sind damit hergekommen, um das zu lernen, ja, die Wiese grün zu machen. Und nicht, dass die Wiese grün ist. Ne? Und dann ist halt die Aufgabe, mit was mache ich die Wiese grün? So nach dem Motto. Okay? Also es ist halt nur ein doofes Beispiel. Ja. Wenn da halt so steht, ja, man ist offen für die Welt, auch abenteuerlustig, aber auch sehr diszipliniert. Ja? Ohne Disziplin keine Freiheit. Ne? Das haben die größten Philosophen auch schon gemeint. Und so ist es, das müssen wir lernen. Aber als Manifestoren, das heißt, wir haben das nicht definierte Sakralzentrum, gell? Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Du hast unten das nicht definierte Sakralzentrum
Und du hast aber ein offenes G-Zentrum. Du hast ja die Möglichkeit, sehr viel Disziplin auch zu haben mit dem Ego oder einen starken Willen zu haben, manchmal so stark, dass er dich von deiner Lebensaufgabe eigentlich wegbringt oder von deiner Autorität, die ja eine Weile braucht, um die richtige Entscheidung zu treffen. Ne? Da darf man sich auch nicht konditionieren lassen. Also das heißt, wenn wir nochmal auf dein Chart schauen, meine Liebe. Oben haben wir offenes Kopf, Ajna, die beiden Dreiecke. Wir haben das Kehlzentrum, was definiert ist, bunt. Wir haben unten das Viereck, das ist das G-Zentrum, was nur mit einem, mit einer Eins, mit Tor 1 ist, ne? So, wir haben rechts das Dreieck und unten, unterm Dreieck, schräg unten, ist das nicht definierte Sakralzentrum, ja? Und ist umzingelt von rechts Emotionalzentrum, unten Wurzen und links dem Sakral, dem Quatsch, der Milz. Das heißt, diese drei Dinger, die um das Sakral drumherum sind, sind braun. Das Sakral ist nicht definiert. Du weißt nicht, wann genug genug ist. Du wirst extrem konditioniert. Du hast wahrscheinlich gar kein Gefühl, weil du bist halt komplett offen im Sakral. Überhaupt kein Gefühl, wann du müde bist und wann du nicht müde bist. Und jetzt ist es wichtig, dass du dich selber beobachtest. Ja, ich gebe dir schon wieder eigentlich. Schau, ich gebe dir einfach mal wieder ein Beispiel aus meinem Leben. Ja, aber ich bin 6-3er, du bist ja ein 1-3er. Du sollst ja ruhig die Sachen analysieren, richtig, in Details. Du hast den nördlichen Mondknoten in der Jungfrau. Du hast den südlichen Mondknoten, das ist jetzt ein Dingsbums in die Astrologie. Du hast den südlichen Mondknoten in den Fischen. Der südliche Mondknoten ist unser Karma. Der südliche Mondknoten gehört in unsere Vergangenheit. Es hat in der Gegenwart nur rudimentär zu tun. Okay? Also das heißt, der nördliche Mondknoten ist das Thema, wonach du leben sollst. Und das ist es jetzt. Pass auf, du hast dir da die Jungfrau ausgesucht. Passt wunderbar zum Investigating Martyr, also zum 1-3er-Profil hier. Die Aufgabe ist halt zu akzeptieren, einmal, dass du halt experimentierst in deinem Leben. Einerseits sollst du sehr genau arbeiten, du sollst arbeitsam sein, du sollst diszipliniert sein. Das sagt die Jungfrau, sagt genau das Gleiche wie die 35-8 in der Lebensaufgabe. Das heißt, der nördliche Mondknoten sagt sogar noch, geh jeden Tag zur Arbeit, arbeite. Schaue, dass du genug Energie hast. Ruh dich aus, wenn du keine Energie hast. Das ist ganz wichtig. Du musst nicht arbeiten wie ein Generator, aber bleib an den Themen dran. Sei diszipliniert, so gut du kannst. Ja, und das sind Widersprüche und ich verstehe dich darin sehr gut. Ja, so und jetzt ist es so: Die 1-3 sagt, dass du Fehler machst, damit du noch mehr herausfindest in die Tiefe. Ja, was du an Detailarbeit durch die Jungfrau so kapiert hast, sage ich mal, oder was ich analysiert hast, meine Liebe, du wirst darin Fehler machen. Diese Fehler werden Richtungswechsel in deinem Leben machen. Du hast ein komplett offenes G-Zentrum, du bist ein Fehlermacher, aber aus den Fehlern lernst du so viele Sachen, dass du es dann anderen auch wieder beibringen kannst, okay? Du hast das Bedürfnis, Dinge genau zu wissen und genau zu studieren. Und das passt auch sehr gut zur Jungfrau. Du sollst diszipliniert sein. Du sollst wie eine Jungfrau, ja, Sternzeichen Jungfrau. Das ist auch nochmal so, was kannst du googeln und dir die Definition vom Sternzeichen Jungfrau mal durchlesen. Die sind arbeitsam, die haben immer Geld, die sind flüssig, die haben ihr Geld angelegt, die haben auch während Corona Geld, egal was passiert, haben die Geld. Und genau das ist es, weil dein Leben verändert sich 1-3, weil durch Fehler, Korrektur, Richtungswechsel auch offenes G-Zentrum. Das heißt, du musst flüssig sein, du musst dein Geld sparen, ja? Das weiß ich, weil ich bin selber eine 8 und ich bin 6-3er-Profil. Ich bin hier, um so viel Weisheit anzusammeln, um euch das beizubringen. So, es kann aber auch sein, dass ich gerade in einem Fehler stecke, sozusagen, weil ich bin ja auch in dieser 3. Und ich mache dann so viele Sachen und Erfahrungen durch, dass ich genau weiß, okay, das war das Problem dann und dann. Und mach das lieber so und so, weißt du? Also das heißt, ich bin sogar noch öfter in der Scheiße, weil es mein Schicksal ist, damit ich euch das beibringen kann halt. Also bei mir sieht es sogar nach außen hin aus, als wäre es sogar
Ja, totales Chaos teilweise sogar. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß dann auch, wovon ich rede, ja? So. Wenn ich mich dann wieder rausgewurschtelt habe, verstehst? Und irgendwie ist es dann so, also dein Leben wechselt auch mal die Richtung, ne? An sich ist da, wo du lebst, du hast ja gesagt, wo du lebst, ist eigentlich für ein Manifestor cool. Weil das Land, wo du lebst, ich sage jetzt nicht wo, ist aber recht liberal und ist auch sehr human, was auch, ja, die Finanzen anbelangt, ne? Da wegziehen wäre vielleicht dämlich, aber vielleicht will dein Leben, dass du dort irgendwann wegziehst, okay? Sei einfach flüssig. Guck einfach, dass du dein Geld gut anlegst, dass du immer Geld hast. Immer genug für deine Arbeit verlangen, ja? Du musst dich auf die Finanzen konzentrieren, das sagt die Acht, ne? So, ist einfach so. Du hast die Acht nochmal am Ende des Lebens, ist ein bisschen tricky, aber was ich auch sehe, ist, du hast zwei Sechsen. Super. Ich glaube, du kannst sehr gut im darstellenden Bereich irgendwas machen. Weiß auch nicht, so also modeln irgendwie, weil du hast den 22.12. Du hast sicher eine tolle Ausstrahlung. Dieses Channel of Grace ist das, gell? So ein bisschen schickimicki, ein bisschen elegant bist du vielleicht. Wenn nicht, dann bist du natürlich hübsch. Ich glaube, du bist einfach so, wenn du vielleicht ungeschminkt bist, siehst du auch irgendwie noch gut aus, hast eine tolle Haut. Das sind alles so Benefits, ja. Das kann gut sein, dass du vielleicht irgendwie im Künstlerischen. Und 22.12 ist so Bühne auch. Das sind Emotionen, das ist Poesie und so weiter. Ja. Du kannst auch ganz gut Dinge durchhalten hier durch das Egozentrum, den 38er, wenn es mal nicht so läuft. Du hast sehr viel Talent, also irgendwie künstlerisches Talent, so sehe ich irgendwie so. Guck mal, weiß ich nicht, ja. Ich meine, es ist einfach nur ein Human Design Chart. Du musst es mal schauen. Auf jeden Fall zweimal die 6 bedeutet und einmal hast du die 6 in der Ahnenreihe plus noch die 9. Wahrscheinlich gibt es noch Geld von der Familie, ja. Vielleicht erbst du. Das sagt mir einmal die 35, aber es sagt mir auch hier zweimal die 6, dass tatsächlich aus der Familie vielleicht noch echt Geld kommt so. Aber pass auf, gell? Weise damit umgehen. Wenn du irgendwelche Tendenzen in dir hast, Geld als entweder geringwertig zu schätzen, weil etwas anderes gefehlt hat, du als Kind vielleicht irgendwas anderes haben wolltest, aber nur Geld bekommen hast. Dann fängt man an, zum Beispiel Geld geringer zu schätzen und somit es zu verprellen. Du bist ein emotionaler Manifestor, deine Emotionen müssen passen. Du kannst alles anziehen, wenn deine Emotionen passen, ja? Wenn du Geld liebst, kommt das Geld. Wenn du Geld aus irgendeinem Grund irgendwie nicht magst, ja, oder zum Beispiel, wenn ein Kind keine Liebe bekommen hat, aber immer nur abgespeist wurde mit einem 10-10-Euro-Schein, ja, oder whatever, egal welche Währung, ja. So, und du, das Kind dachte, aber ich will eigentlich lieber den Kontakt zum Elternteil, anstatt jetzt immer nur Geld zu bekommen. Oder ich würde mir wünschen, wenn ein Familienmitglied einfach mal sich entschuldigt für etwas, anstatt mir immer nur die Kohle in die Hand zu drücken, dann fängt man an, das Geld als irgendwie unwahr, schmutzig oder nicht das, wonach man hungert, sage ich mal, anzuerkennen. Und so sieht man den Wert des Geldes nicht und verprellt das Geld. So, und das ist jetzt nur mal so ein Beispiel für dich als Dingsbums Richtung, sage ich mal, Gedankenanstoß, weil du sollst dich damit auseinandersetzen. Wenn es jetzt nicht das Geld ist, mein Lieber, dann ist es Anerkennung. Und hier geht es einfach darum, du hast nicht immer. Du hast nicht immer Ressourcen und Energie, ja? Wenn du deine Energie eingesetzt hast zum Arbeiten, ach, wir sind irgendwie so Leute, schau mal, wir können 4, 5 Stunden am Tag aktiv was machen, aber wir sind halt keine 10-Stunden-Arbeiter. Können wir auch. Wir können auch das Sakral wirklich zum harten Arbeiten uns definieren lassen von außen, aber danach brauchen wir die Pause. Ich habe heute zum Beispiel sehr viel gemacht. Ich fahre bald weg, ja, also mit Packen, das Reading von dir, noch ein anderes Reading, hat noch das Bedürfnis, ein Orakel zu machen. Also irgendwie heute so ein ziemlich völlig voller Tag. Und ich bin so müde, ich habe zwischendurch so viel geschlafen. Also, das ist so, wir sind nicht dazu gemacht, unendlich viele energetische Ressourcen zu haben. Wir sind keine Generatoren.
Ja, es ist völlig in Ordnung, auch die Energie zu, aber dann würde ich sagen, führ mal Buch. Ja, das ist jetzt wirklich für nicht sakrale Menschen ganz cool geeignet, mal Buch zu führen. Ich habe gechannelt und die Information ist, ich glaube, was habe ich da gechannelt? Bis zu 5 Stunden Arbeit geht für uns und alles darüber hinaus ist eine Bürde, ja, und ist energetisch nicht einfach für uns, ja. Aber da lade ich wirklich jeden ein, der kein Sakral, kein definiertes Sakralzentrum hat, echt mal Buch zu führen. Zum Beispiel hinzuschreiben, an dem und dem Tag habe ich so und so viele Stunden gearbeitet. Ich habe so lange Pause gemacht, ich habe Sport gemacht von dann bis dann. Irgendwie sowas, weißt du? Wie habe ich mich gefühlt? Wie habe ich mich erholt? Musste ich mich erholen? Inwiefern? Bla bla bla. Ja, aber das ist sowas, das nicht definierte Sakralzentrum sagt uns nicht, wie viel wir an Energie wirklich haben, aber es ist halt das, was ich auch an mir eben beobachten konnte. Ja, Beruf, wo gehörst du hin? Umgebung. Meine Liebe, das ist es halt. Du gehörst dahin, wo du dich wohlfühlst, ja? Das ist das Wichtigste. Du hast einfach, deine Richtung ist halt die Emotion. Wenn du in Frieden bist, wenn du dich wohlfühlst, du kannst die Dinge für dich manifestieren, aber nicht, wenn du wütend bist. Nicht, wenn du im Unfrieden bist. Wenn du etwas willst, zerbrech dir nicht darüber den Kopf. Noch einmal, Tor 47, zerbrech dir nicht darüber den Kopf, welche Schritte du unbedingt jetzt manipulierst, damit das und das zu dir kommt. Ja, klar, eine grobe Planung ist natürlich wichtig. Ja, wir leben ja in einer praktischen Welt. Aber oft reicht es ohne Scheiß, sich das zu wünschen, einen geilen Kaffee trinken zu gehen, in einen schönen Ort, wo du dich wirklich wohlfühlst. Ja. Und dann kommt es von selber, okay? Du musst dich wohlfühlen halt. Was es ist, wo du dich wohlfühlst, die Entscheidung kommt mit der Zeit, Emotionalzentrum. Nur weil du dir vielleicht vorstellst, dein Wille will da und dahin und dann bist du dort. So geht's mir gerade. Ich bin in einer Großstadt, in einer Metropole. Ich hasse die Metropole. Hier sind ganz komische Leute für meine Begriffe. Ich kann das hier nicht ertragen. Ich muss schon wieder weg. Ich bin 6-3er und Fehler gemacht. Blöd. Egal, draus gelernt, ja. So, ich habe hier Sachen mitgekriegt, die hätte ich sonst nicht mitgekriegt, wäre ich nicht hier. Das werde ich wieder irgendwelchen Enkelkindern erzählen, ja. Was weiß ich, verstehst? Das ist halt alles so Dreiergeschichte. Und bei mir ist es auch noch mal 6-3. Das heißt, es ist so, ich bin dann die Mega-Uroma, die irgendwie Piratengeschichten erzählt, ja. Die sind spannend, wenn man sie erzählt, aber kacke, wenn man drinsteckt. Das ist anstrengend, wenn man da drinsteckt. An sich, schau mal, dieser Körperarbeitbereich, gell, ist eigentlich cool, weil du kriegst ja, ich sag mal, in einer Session kriegst ja einfach gut bezahlt. Ganz ehrlich, lass dich immer gut bezahlen als 8, ne? Lass dich nicht von einem Typ verarschen. Man soll dich schön ausführen als Lady, ne? Also ist meine Meinung, ja. Auch aus dem Hintergrund, dass ich viel mit Frauen arbeite, Frauen ständig die Orakel anschauen und emotionaler irgendwo involviert sind oft als ein Mann, ja. Also es ist nur so ein Denkanstoß, gell? Da kannst du mich auch gerne nochmal ansprechen, wenn es dich mehr interessiert. Ansonsten kann auch sein, dass du deine eigene Philosophie irgendwie hast und dann passt es auch, ja. Aber so, verstehst du, steck dir die Kohle ein, ja, auf Deutsch gesagt. Du bist eine 8 und du musst halt schauen, dass die Kohle wirklich stimmt. Ich reite darauf so heftig rum, weil ich es immer wieder sehe, ja. Und wenn es halt kein Geld ist, dann ist es wirklich Anerkennung, dass du da mal schaust. Also ich sehe halt durch deine ganzen Geschichten, dass Kunst echt so ein Ding sein könnte. Du hast auch noch das Tor 48 und es ist sehr viel Tiefe. Das ist auch so die Hälfte von dem Kanal, der dazu da ist, dass man auch Dinge so weit übt und wiederholt, bis sie wirklich sitzen, bis so das künstlerische Talent wirklich verankert ist und geübt wurde, so dass es perfektioniert wurde. Ich glaube, Goethe hat auch diesen 48, den kompletten Kanal da. Also du hast also das Tor 48, das ist ein Teil davon. Ja, plus noch mit dem 2212, ja. Also ja, genau, das ist der Kanal 4816. Du hast den 48er, dass du dir das noch mehr bewusst machst, dass du, wenn du gerne Klavier spielst, ey, vielleicht machst du dir eine Routine und übst
Fleißig, ja. Und vielleicht, weiß ich nicht, singst du eh schon gur gerne oder weiß der Kuckuck. Also, das kann wirklich sein, dass du da künstlerisch nochmal viel machen kannst. Und du kannst auch, wenn du das Gefühl hast, boah, da habe ich Bock zu. Und mein Gefühlszentrum, alles sagt ja dazu. Und ich habe da wirklich Lust drauf. Und ich kann mir eine Übe-Routine einrichten, die mich nicht überfordert, die ich aber durchziehen kann, ja, meine Liebe. Da kannst du auch sagen, boah, ich ziehe das voll durch und ich kann den Willen dafür aufbringen, weil ich habe das definierte Egozentrum und ich weiß auch, wie ich die Kohle ranschaffen kann, auch vielleicht durch eine künstlerische Aktivität. Falls es mit der Kunst jetzt resoniert, du wirst es mir sagen, ja? Aber ich glaube, du hast schon auch Geld irgendwie, dass du sagen kannst, ich kann mir eigentlich was aufbauen. Also irgendwie so, ja? Und da, wo du lebst, meine Liebe, da kannst du auch gut Geld sparen, gell? Only the by the way. Ich kenne auch die Gegend, also ich finde es auch eigentlich ganz, ganz schön, ja. Also habe da auch lange gewohnt übrigens, wo du lebst. Was ich noch sagen wollte, genau. Du kannst sehr gut verkaufen, du hast so ein Verkäufergehen. Ich weiß nicht, ob du schon irgendwie auch mal einen Verkäuferjob immer gemacht hast oder vielleicht als Student früher oder Schüler, whatever, gell? Aber du hast, schau mal, du hast keine Ahnung von deiner Zielgruppe. Und das weiß ich, weil da haben wir schon wieder was gemeinsam. Ich verkaufe zum Beispiel die falschen Sachen an die falsche Zielgruppe. egal. Ist aber sowas auch wieder so ein Lernding, ja. Das klingt von außen gleich so dämlich, aber wenn man drin steckt, ist es auch nachvollziehbar. Wichtig ist halt einfach nur, lern deine Zielgruppe kennen. Wer kauft XYZ. Ich meine, in deinem einen Körperarbeitsbereich weißt du, wer es ist, ne? Da kannst du aber noch tiefer gehen und sagen, okay, was wollen die denn von der Arbeit? Was ist das Tiefere, was sie wollen, gell? Also kannst du in jedem Bereich mal schauen. Es muss sich einfach gut für dich anfühlen. Und wichtig ist halt, dass du auch wirklich die Detailarbeit machst. Jungfrau, google mal wirklich auf Google da so Sternzeichen Jungfrau und die Eigenschaften und leb die. Du sollst nicht wie ein Fisch leben. Fische sind kreativ, verträumt, spirituell, ja, und vertrauen dem Universum. Du sollst dem Universum nämlich nicht vertrauen. Nicht so arg. Klar soll man Grundvertrauen haben, aber du hast das Grundvertrauen. Du musst nicht noch mehr darauf rumreiten, okay? Also das heißt, dein Leben ist nicht so abgesichert, sag ich mal, auch wenn du denkst, dass es abgesichert ist, aber du bist trotzdem immer noch in der Acht. Ich weiß es, eine Kundin von mir, die hat Readings bestellt und dann hat sie in Corona, war da auch eine Flaute im Job plötzlich, obwohl das finanziell überhaupt gar kein Thema war, ja. Aber das Universum möchte uns alles über Absicherung, Geld und auch Ego-Geschichten, Selbstwertgefühl halt beibringen, okay? Und es wird uns halt vieles beibringen, so wie ich im letzten Video auch gesehen habe. Die Chance auf Liebe und eine feste Liebesbeziehung ist extrem da, aber auch die Chance, dass sich das auch wieder auflösen kann, so fluktuierend. Aber ich glaube, du wirst schon in einer guten Ehe landen, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und vielleicht auch abgesichert sein. Also sowas sehe ich, kann ich mir gut vorstellen, dass es bei dir sein wird. Wenn du es drauf anlegst, ist es überhaupt gar kein Thema, weil du hast zweimal eine 6, hast hier eine 7, hast eine tolle Ausstrahlung, auch ein gewisses Vertrauen ans Universum, sage ich mal. Obwohl halt von dieser 8 beschattet, die ist karmisch, die 8 ist auch dark. Manchmal ist man auch so ein bisschen traurig mit der 8, vor allen Dingen, wenn man das Tor 36 definiert hat wie du und ein komplett, fast komplett offenes EMG-Zentrum hat, aber sei es drum, ne? Sei dir nicht zu sicher in dem, was du weißt. Du bist hier, um Dinge herauszufinden als 1-3er. Und du bist hier, um dir unsicher zu sein und Fragen zu stellen. Und so kannst du auch neues Wissen reinholen, ja? Okay. Ich versuche jetzt mal alles abzuarbeiten, was du mir aufgegeben hast. Beziehung. Okay, Beziehung, schau mal. Das Wichtige ist, dass du also mit Männern, das ist einfach ein schwieriges Thema. Ja? Für Frauen ganz oft. Warum? Einmal, es sind halt sehr, sehr viele Frauen auf meinem Kanal, die Orakel schauen, noch und nöcher. Man muss es sagen, es sind 98% Frauen. Je älter wir werden, desto schlimmer wird's, ja? So,
Es ist einfach so, der Markt ist halt irgendwann, also ich meine, klar, auch mal ältere Frauen, die haben auch irgendwie so ihr Publikum und ihren Marktwert, aber hey, ganz ehrlich, lass uns nicht, es ist halt, es schwindet, okay? Es schwindet einfach. Ich meine, was soll ich dir sagen? Es ist halt leider so. Erstens. Zweitens, um uns zu konservieren, ja, durch irgendwelche Schönheitsmaßnahmen vielleicht, eventuell, brauchen wir Bargeld. Wieder das Thema, ja? Wie kann man es machen, dass ein Mann es ehrlich mit einem meint? Ich finde, über die Finanzen geht das ganz gut, weil wenn er einen will, dann wird er einen auch hofieren. Männer wissen ganz genau, dass wir im Grunde genommen es eigentlich schwerer haben mit den Jahren. Die haben es doch einfach, ja? Relativ. Okay, es ist aber nur so ein bisschen meine Meinung. Wie wollen wir weiter das Thema lösen? Beziehung. Du hast diese Repelling Aura. Im Grunde genommen, meine Liebe, schau mal. Die Typen, die jetzt nichts mit dir, die in deinem Leben nichts verloren haben, die haben in deinem Leben nichts verloren. Deine Aura schützt dich im Grunde genommen vor denen. Wenn die irgendwie nicht ganz bereit sind oder sowas, dann kommen die nicht. Ja. Generatorinnen haben oft das Problem, dass die auch viel Schmodder anziehen und irgendwie alle auf sie zukommen. Das ist auch kein Leben. Ich meine, das sieht aus, als wäre es toll. Also die Liebe ist natürlich echt so was Rares. Das kommt nicht immer zu einem. Wichtig ist, dass du deinen Kandidaten durchschaust, dass du reinschaust in die Seele. Das kannst du durch ein Kartenreading machen. Das kannst du auch üben. Medial üben. Kann ich dir auch nochmal zeigen, wie man das machen kann. Aber sprengt jetzt erstmal hier ein bisschen den Rahmen. Ich mache mal hier eins nach dem anderen. Dann weißt du auch, was die Gründe sind und dann weißt du auch, wie man besser. Ich glaube, weißt du was, wenn wir als Manifestoren, und das ist so meine Erfahrung auch, echt in unserer Lebensaufgabe sind und wirklich unsere Leidenschaft leben und unsere Disziplin haben, eine Selbstliebe haben, ich sag mal, alles bei uns flobt, weil wir nämlich unsere Lebensaufgabe gehen und das ist nämlich der Text, den ich dir schicke. So, dass du auch noch genug Energie hast. Man muss es halt so zusammenbringen, ist nicht leicht. Bei dir ist auch noch mal wirklich dieses Jungfrau-Ding ganz wichtig. Dann bist du glücklich mit dir selber und dann ziehst du eh Kandidaten an. Und der, den du halt echt gut findest, der kommt sowieso zu dir oder du kommst eh zu ihm, weil es dir dann auch wurscht ist, weil du genau weißt, du hast irgendwie noch andere Kandidaten. Und dann ist es auch lockerer, ja? Essen. So, du bist, was das Essen angeht, im PHS bist du ein Sechser und Indirect Light. Und weißt du, was das heißt? Du sollst nämlich in der Dunkelheit essen. Also du sollst im Grunde genommen schlafen, wenn Abendessenszeit ist und wenn die Sonne untergeht, sollst du essen. So wie Ramadan. Und dann bist du auch noch Markets. Wahrscheinlich ist es ganz gut sogar für dich, auf irgendwelchen Volksfesten in der Nacht dir irgendeinen Snack reinzuziehen. Ja, warum nicht? Ne? Ansonsten, wir sind relativ powerful, wir Manifestoren. So, das Problem ist aber, wir haben ja das offene Sakralzentrum. Und wir wissen nicht, wann genug genug ist. Wir können arbeiten bis zum Umfallen und danach sind wir müde und können gar nichts mehr machen, weil wir so müde sind. Haben aber uns überarbeitet, ja? Das ist so dieses Sakral. Oder wir futtern zu viel und wissen nicht, wann genug ist halt, bis wir, weiß nicht, Bauchweh haben oder irgendwie es einfach zu viel war. Also ich muss sagen, ich kann aus Erfahrung sagen, und das kannst du aber besser als ich, weil du hast ein definiertes Egozentrum, das kann besser so Grenzen haben, sage ich mal. Oder beziehungsweise sich welche stecken und halt eine Willenskraft haben, aber track einfach die Kalorien, ja, wenn du damit ein Problem hast. Also, weiß ich nicht, ich mache das so. Ey, bei mir gibt es einfach eine bestimmte Kalorienanzahl. Es ist zwar total verkopft und irgendwie doof, aber es funktioniert bei mir halt. Weil es ist so, mit diesem Sakralzentrum fließt man so. Du sollst ja nicht fließen, du sollst ja nicht einfach irgendwas in dich reinschauen, weil der, guck mal, die Jungfrau ist so voll genau in allem. Ey, vielleicht ist das Tracken bei dir ganz gut. Ich weiß halt nicht irgendwie. Und halt echt, du kannst ja mal ein bisschen experimentieren mit dem Nachtsessen tatsächlich, ja?
Was heißt nachts essen? Also nach Sonnenuntergang. Und wenn es tagsüber hell ist, sorry, dann sollst du nicht essen. Das ist jedenfalls die Theorie. Ich bin jetzt kein PHS-Analyst. Ich kann das jetzt nur so randomly machen, aber ich schau mal in die Karten. Ich leg dich mal ab. Schau mal in die Karten. Was ist? Und wenn du jetzt halt wirklich, wenn du Lust drauf hast, ich sag mal, die Kalorien ein bisschen trackst für dich, falls das für dich ein Thema ist. Ich weiß ja nicht, ne, wo du stehst. Du hast mir jetzt nicht so viel erzählt. Und halt echt nach Sonnenuntergang isst. Ja. Du wirst dich extrem wohlfühlen. Du wirst zu deinem Ziel kommen, was auch immer es ist. Mehr Gesundheit oder mehr Vitalität oder was auch immer es ist, ja, oder eine bessere Figur, es ist ja dir überlassen. Du wirst ein bisschen mehr Aktivität haben hier, du wirst dich gesünder fühlen und du wirst dich sehr wohlfühlen, vielleicht auch sogar jemanden kennenlernen, ja. Und wenn du jetzt einfach so weitermachst, wie du bisher weitergemacht hast, was schauen wir da? Naja, geil, wa? Guck mal. Oben ist voll schön. Total harmonisch, du wirst dich wohlfühlen, du wirst das Gefühl haben, du bist gesünder, geht dir alles besser von der Hand. Und hier unten, wenn du weiter so machst, wie du bisher gemacht hast, ohne jetzt das zu wissen, dann wirst du weiter grübeln, dir Sorgen machen, vielleicht latente gesundheitliche Probleme haben, andauernd zum Arzt rennen, falls das ein Ding ist. Oder dir irgendwie einen Kopf machen und irgendwie immer noch nicht wissen, was läuft. Also da würde ich jetzt echt sagen, mal, das kann echt interessant sein für dich. Wow, das Video ist schon wieder eine halbe Stunde lang. Meine Liebe, schau, ich schlage jetzt vor. Genau. Und du weißt auch nicht, wie du im sozialen Kontext leben sollst. Und jetzt pass mal gut auf. Wenn du jetzt hingehst, gell? Und echt diese beiden Videos in dir in eine Playlist packst oder so und dir mehr als einmal reinziehst. Weil es ist sau viel Info. Also, ja, man versteht das Video schon beim ersten Mal, aber es ist wie mit einem Buch. Du liest ein Buch und du hast den Eindruck, ja, ich habe das Buch verstanden, aber wenn du das Buch ein zweites Mal liest, fallen dir mehr Details auf. Wenn du das dritte Mal liest, dann hast du sogar noch einen zweiten Erzählungsstrang verstanden, der dir so nicht aufgefallen ist. Versteht? Also, so genauso wie mit einem Film. Also, da würde ich wirklich sagen, auch das gilt für alle. Also, für dich und für jeden, der so ein Reading bestellt, und das ist jetzt nicht nur wegen bei mir, sondern bei anderen Analysten auch sehr gerne, zieht euch das Zeug öfter rein, ja, weil wir verdrängen, ja, wir verdrängen. Genauso wie mit Ratgeberbüchern. Wisst ihr, ey, weißt du, wie viele Ratgeberbücher ich schon gefressen habe in meinem ganzen Leben, noch vor Human Design? Law of Attraction oder sowas. Ja, aber im richtigen Moment fällt mir das dann auch oft gar nicht mehr ein, was ich tun soll, weil es so viel Info ist, so viel Input. Und das ist jetzt mal wirklich ein bestelltes Reading. Und wenn du jetzt hingehst, so, du weißt, du sollst initiieren. Du sollst nicht unbedingt auf Einladungen reagieren. Mit diesem in Frieden sein, Tor 47, ja, dieses auch loslassen. Kommen lassen, manifestieren, dich wohlfühlen. Wenn dann ein Mann kommt mit dem definierten G-Zentrum zum Beispiel und fragt dich, möchtest du mit mir nach Florida auswandern? Ich habe dort eine Villa, einen Pool und ich zahle alle deine Rechnungen. Und deine Milz, dein Emotionalzentrum und das Ego sagt, yay! Verstehst? Dann kannst du dich einladen lassen. Okay? Aber nicht, wenn das irgendwas ist, was überhaupt gar nicht zu dir gehört, was irgendwie so sich anfühlt wie, pff, ich werde mich doch nicht einladen lassen, ja? So, weil das gehört nicht in mein Leben oder nicht in meine. Also immer, wenn du wütend bist, heißt es, ist man im Nicht-Selbst. Ich finde dieses Nicht-Selbst auch irgendwie echt daneben. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, meine Wut hat mich auch schon weit gebracht. Als Manifestor weiß ich auch ganz genau, okay, es ist dann Nicht-Selbst, weil die Situation halt falsch ist. Aber Nicht-Selbst ist irgendwie ein unglücklicher Begriff. Ich finde schon, dass die Wut zu uns gehört. Wenn du merkst, du bist wütend, dann ist es okay, ja? Verstehst? Dann weißt du ganz genau, hier ist einfach was falsch. Ich bin doch nicht ohne Grund wütend. Ich muss hier was verändern. So, wenn du jetzt hingehst und du experimentierst mit diesem Nachtsessen zum Beispiel. Wenn du noch hingehst und sagst, ich experimentiere mit den Markets,
Ja, mit diesem Gewusel. Ich mag irgendwo Gewusel. Ich fühle mich wohl, wenn es wuselt. Vielleicht verkaufe ich irgendwas auf einem Marktstand. Und dann initiiere ich auch wieder. Wenn ich in Mann verliebt bin oder sowas oder einen potenziellen Partner habe, dann schaue ich da rein. Vielleicht ist es sogar für dich auch noch mal ganz gut, für dich so hobbymäßig so Medialität und Spiritualität ein bisschen zu üben, Karten zu legen, dann kannst du auch genau sehen, wer wie zu dir passt. Ja. Du bist eine Single Definition. Wenn du Lust hast, können wir noch ein Reading dranhängen, also wenn es für dich relevant ist, dann kann ich da auch noch mal coachen, halt was Split Definition und Single Definition angehen. Wenn du unbedingt in eine Beziehung willst, aber das Human Design sagt, dass du dir eigentlich selber genug bist, meine Liebe. Du brauchst nicht unbedingt jemand anderen, weil du fühlst dich schon rund. Vielleicht ist auch dein Weg. Was heißt dein Weg? Du hast ja auch irgendwie viele Sechsen, also du kannst schon auch eine Familie gründen. Aber du ziehst, glaube ich, eher den richtigen Partner an, wenn du in die Leidenschaft, in die Berufung gehst. Und das ist das, wo du dich gut fühlst, ja? Und es kann sich auch was verändern in deinem Leben. Also schön die Scheinchen im Auge behalten. Wie eine Jungfrau, gut anlegen. Erdung, Erdung, Erdung. Ja. Und du bist eigentlich ein Einzelgänger. Du bist ein Einzelgänger, du hast aber das definierte Ego und du hast auch so Tribal Definitions. Aber nur dann, wenn du Lust hast, auf andere zuzugehen, dann sollst du auf andere zugehen. Aber zuerst ist es wichtig, glaube ich, dass du wirklich alleine bist und eher die anderen einlädst. Damit mal experimentieren. Es ist ein bisschen schwierig, weil du bist halt dieses Market. Ja, das ist alles, meine Liebe. Ich würde sagen, das ist jetzt erstmal hier dein Reading, ja? Es ist jetzt hier, du hast so ungefähr eine Stunde bestellt. Im Grunde genommen, ich habe jetzt auch schon über 15 Minuten das ganze Zeug ausgerechnet. Ich belasse es jetzt dabei. Du wirst mir wahrscheinlich Feedback geben. Wenn du noch was brauchst, dann sag mir das bitte, ja? Ich wünsche dir einen super schönen Abend, Tag, wie auch immer. Für alle anderen, wenn ihr bis jetzt zugeschaut habt, vielen Dank auch fürs Schauen. Ihr könnt euch sehr gerne informieren bei mir, wie man so ein Reading bestellen kann. Unten steht meine E-Mail-Adresse, michelle@gmail.com. Und ich habe auch noch ganz viel anderes Zeug auf meinem Kanal. Viel Kunst hier, meine Bilder, die habe ich alles selber gemalt. Die könnt ihr auch bald erwerben und so. Und ja, vielleicht lesen wir uns bald. Bye und gute Zeit. Danke für ein Like und für Kommentare. Da freuen wir uns YouTuber immer. Und alles Liebe. Tschüss.